So, dann kommen wir noch zu den US-Indizes. Die würde ich zuerst auf morgen verschieben. Aber es gibt sowieso noch keine neuen Analysen. Das ist jetzt zu vage, da eine Aussage zu treffen. Bis Mitte bzw. Ende der Woche schauen wir mal kurz die US-Indizes an. Dieser Widerstandsbereich konnte jetzt der Nasdaq wieder erreichen, von dem er eben letzte Woche eben abprallen sollte. Und wie man eben auch hier schon sieht, direkt an der unteren Unterstützung sehr bullisch nach oben abgeprallt. Und aktuell stehen wir über der 4700er Marke, aber noch in diesem Widerstandsbereich. Also hier sollte eben Anfang der Woche kleinere Rücksetzer zu geben sein und dann nochmal ein neues Hoch. Und dann ist es eben entscheidend, ob wir dann weiter durchziehen oder eben etwas nach unten abfallen. Schauen wir kurz noch den, oder beziehungsweise erstmal auch den S&P im Wochenchart an. Hier war der EMA38 das Ziel. Hat er ja super erreicht und davon ist er eben jetzt bullisch abgeprallt. Zwei Doji-Kerzen, sozusagen fast Doji-Kerzen in Folge. Also hier ist eben Unsicherheit angezeigt. Hier haben wir jetzt den Tageschart des S&P 500 Index. Hier war eben auch deutlich genauso eingezeichnet wie damals noch. Dass erst unter diesem Level eigentlich erst das nächste Korrekturziel aktiviert worden ist, ist aber eben nicht und ist eben dann, wie man sieht, deutlich nach oben geschossen. Auch hier ist der Widerstandsbereich noch nicht aus dem Markt genommen. Der Jones ist ähnlich, nur der ist im Prinzip am stärksten eben gewesen. Da konnte eben nicht das Kursziel auch an dem EMA 200 bzw. auch das präferierte Kursziel erreicht werden, aber in der Freitagsanalyse eben gesagt, hier muss auch oder kann auch kein neues Tief folgen. Also hier wurde nicht das eingezeichnet, dann weiterverfolgt. Ja. Gehandelt wurde es sowieso nicht, sondern nur eben aufgezeigt, wohin der Index gehen könnte. Hier ist jetzt eben weiter die 17.930 Punkte wichtig. Da liegen wir knapp 80 Punkte noch darunter. Also auch hier ist eben Anfang der Woche mit einem Rücksetzer zu rechnen zunächst. Kommen wir zu den Big Players, wo ich eben Kaufzonen ausgemacht habe. Die sind bei Weitem natürlich nicht getroffen worden. Und deswegen habe ich eben auch angesprochen, wenn der Nasdaq noch weiter fallen sollte, dann fällt er oder dürfte er noch extremer weiter runterfallen. Aber hier war eben klar, dass Netflix zum Beispiel eben immer noch weiter bullisch ist, ja. Auch wenn diese Kerze eben negativ war, konnte sich aber oberhalb dem Rainbow halten und wieder sich davon abdrücken. Amazon, da hat sich jetzt diese Woche dann eben kaum was verändert. Also hier wäre es vielleicht noch vor Weihnachten möglich, hier das Kursziel. Und schauen wir noch kurz Alphabet an, ex-Google. Hier stehen wir auch, ja, einfach intakter Aufwärtstrend. Welche Aktie ich auch noch in meinem Stream, jetzt die hier habe ich es eben auch schon einmal erwähnt, war natürlich die Apple. Die darf man natürlich, wenn man die großen Big Players oder auch im Internetbereich natürlich analysiert, natürlich nicht vergessen. Hier war Anfang Dezember sozusagen eine Seitwärtsbewegung angezeigt. Solange in dieser Range und in dieser Aufwärts, in diesem Aufwärtstrendlinie sich hält der Kurs, dann sollte es am 21. bzw. eben am 18. Dezember hier mit einem Ausbruch zu rechnen sein. Wenn man jetzt genau dieses
verfolgt, dann hat er hier unten das abgearbeitet, könnte eben jetzt noch hochlaufen bis zur oberen Trendlinie, dann wieder abfallen, optimal hier runter, dann wäre jetzt für mich auch dieser Bereich, genau dieser Bereich, die ideale Kaufzone. Und dieser wäre jetzt dann circa am 14. Dezember, 14. bis 18. Also hat sich jetzt 5 Tage etwa nach vorne geschoben, sozusagen das Setup. Aber ich werde es dem immer wieder die Apple-Aktie hier auch aufzeigen oder im Stream. So, das war's. Danke fürs Zuhören. Und hier sollte eben Montag ein kleiner Rücksetzer eher stattfinden, als dass die Kurse direkt nach oben durchziehen. Aktuell gibt es eben noch keine Future-Kurse. Wir sind hier 2 Minuten vor Mitternacht. Deswegen um 8 Uhr wenn der Nasdaq und die Dow Jones Futures 50, 60 Punkte im Plus sind, dann kann das eben weiter komplett durchziehen natürlich. So, und dann wünsche ich allen wieder eine neue erfolgreiche Woche.